Mein Vater nannte mich Reggie, was weiser Herrscher bedeutet, nach seinem Onkel. Er war Direktor einer großen Firma. Ja, ihr habt richtig verstanden. Das Unternehmen ist ein Familienbetrieb und alle Männer sind ziemlich gute Führungskräfte. Papa wollte, dass ich auch die Ehre des Familiennamens nicht beschmutzen und nach seinem Tod das Geschäft erben konnte. Leider gibt es außer mir keine weiteren Kinder in der Familie. Ich habe keine Mutter. Sie konnte das Temperament meines Vaters und seine ewigen Nächte auf der Arbeit nicht ertragen und ist gegangen. Sie wollte mich nicht zu sich nehmen, wie es sich gehört. Aber mein Vater wollte nun gar nicht, dass sein einziger Erbe ins Nirgendwo wegzieht. Wie auch immer, ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu ihm. Wir haben uns gegenseitig in jeder Hinsicht unterstützt, denn ohne meine Mutter war es für mich furchtbar schwer. Papa stellte erstklassige professionelle Kindermädchen ein, aber natürlich konnte keine von ihnen meine Mutter ersetzen. War ich wütend auf ihn, weil er mich meiner Mutter weggenommen hatte? Natürlich ja, am Anfang habe ich ihn sogar gehasst. Aber dann habe ich mich an ihn gewöhnt. Jetzt weiß ich nicht, wo meine Mutter ist. Aber ich war mir sicher, dass ich, wenn ich erwachsen bin und heirate, mir das perfekte Mädchen suchen würde, um mich ohne Erinnerung in sie zu verlieben und dass sie mich auch lieben würde. Ich wollte nicht durch eine Scheidung gehen, wie meine Eltern es taten, weil es furchtbar war. Die Zeit verging. Ich bin erwachsen geworden. Mein Vater hat finanziell für mich gesorgt. Ich hatte die beste Privatschule in der Gegend mit super Lehrern, aber das hat auch viel Geld gekostet. Aber wie gesagt, mein Vater hat bei mir keine Kosten gescheut, besonders wenn es um die Ausbildung ging. Er glaubte, dass man kein Geld fürs Gehirn sparen darf. Sonst lebt man später für den Rest seines Lebens arm. Ich sehnte mich nicht mehr so sehr nach meiner Mutter wie früher, obwohl sie in meinem Herzen immer noch lebte. Dad versuchte, Beziehungen mit anderen Frauen zu haben, aber die waren alle nur von kurzer Dauer. Später habe ich selbst angefangen, über Beziehungen nachzudenken. Da war ich schon 16 Jahre alt. In dem Jahr gab es viele neue Lehrer an unserer Schule. Wir hatten gerade einen Betreuerwechsel hinter uns und der Direktor rief uns zusammen und stellte Miss Steele vor, unsere neue Betreuerin. Wisst ihr, als ich sie sah, war ich sprachlos. Vor uns stand ein junges Mädchen von etwa 25 Jahren. Groß, schlank, brünett, mit einer umwerfenden Figur. Dazu hatte sie eine schöne Stimme. Sie schaute uns an, bewertete streng die Gesichtsausdrücke. Miss Steele stellte sich später vor und versprach, dass sie uns als Betreuerin bei Fragen helfen würde. Ja, ich war in sie verknallt und ich war nicht der Einzige. Ich sah, wie die Jungs in meiner Klasse anfingen, heftig über ihre Beine zu diskutieren. Und das machte mich sogar wütend. In der ersten Stunde hat Miss Steele eine Art Teambuilding-Aktivität gemacht. Wir haben sie kennengelernt und sie hat uns kennengelernt. Wir erfuhren, dass sie etwa vor 3 Monaten aus einem Nachbarstaat kam. Es stellte sich heraus, dass Frau Steele ein Waisenkind ist. Nachdem sie das Waisenhaus verlassen hatte, bemühte sie sich, das verdiente Geld in Wissen zu investieren. Auch sie glaubte, dass die Investition ins Gehirn die beste Investition sei. Später sahen wir auch ihre anderen Qualitäten. Trotz aller Strenge und Liebe zur Disziplin war Miss Steele großartig im Verstehen, Einfühlungsvermögen und sie war auch unglaublich mitfühlend. Es war eine so seltene Kombination von Eigenschaften. Die männliche Hälfte der Schule begann nicht nur zu ihr aufzuschauen, sondern sie auch zu respektieren. Sie hatte sich diese Einstellung selbst verdient und ich wusste, dass ich mich endgültig in das Mädchen meiner Träume verliebt hatte. Nur hatte ich keine Ahnung, wie ich zu ihr kommen sollte, denn sie ist nicht wie alle anderen. Dann kam ich auf die Idee, sie zum Essen zu uns nach Hause einzuladen. Und das war gerade die perfekte Gelegenheit. Ich war krank und hatte ein paar Tage schulfrei. Miss Steele, als unsere Betreuerin, machte sich Sorgen und rief bei uns an. Ich stellte mich als Dienstmädchen vor und bat sie, für ein privates Treffen nach Hause zu kommen. Sie stimmte zu. Ich war so erleichtert. Ich erzählte meinem Vater davon und er bat das Dienstmädchen eine Art spezielles Abendessen zuzubereiten. Mein Vater und ich zogen unsere Hemden und Anzüge an und trafen sie. Miss Steele sah bezaubernd aus, in ihrer schwarzen Bluse und einem langen weißen, strengen Rock. Sie kam in unser Haus und wir haben sie sofort eingeladen, sich an den Tisch zu setzen. Ich war ziemlich nervös, aber das Essen war großartig. Miss Steele und mein Vater fanden schnell gemeinsam
gemeinsame Gesprächsthemen, so dass ich mich nicht langweilte, nur manchmal. Am Ende des Abends beschloss mein Vater, Miss Deal nach Hause zu fahren und ich machte mich daran, meine Hausaufgaben zu machen, da ich sie am Nachmittag noch nicht gemacht hatte. Am nächsten Tag in der Schule lächelte mich meine Erzieherin an und ich schmolz fast dahin. Was für eine schöne Frau sie war. Ich dachte, dass das gestrige Abendessen ihr eindeutig gut getan hat oder vielmehr unserer Beziehung und ich wollte sie wieder um ein Date bitten. Ich kam gut gelaunt nach Hause und sah, dass auch mein Vater gut gelaunt war. Er wollte irgendwo hin und ich fragte, wohin er geht. Deine Miss Steele und ich gehen in ein Restaurant, um etwas über deine zukünftigen Studienpläne zu besprechen. sagte er. Ich fragte, warum wir nicht zu Hause Abend essen, aber Papa sagte, es sei nicht anständig, einen Gast zum zweiten Mal hintereinander nach Hause einzuladen. Das war mir etwas peinlich, aber ich konnte nichts dagegen tun. Ich versuchte, ihn zu bitten, mich mitzunehmen, aber er bezeichnete das Gespräch als für Erwachsene und ging. Papa kam ziemlich spät an und ich war zu dem Zeitpunkt schon eingeschlafen. Am nächsten Morgen kam Miss Thiele auf mich zu und begrüßte meinen Vater mit einem großen Hallo. Das kam mir albern vor, denn sie hatten sich ja gerade erst gesehen. Einen Tag später wiederholte sich ihr Treffen und dann wieder und wieder. Ich wurde nervös. Was haben die beiden so viele Abendessen hintereinander besprochen? Und warum haben sie mich nicht in das Thema eingeweiht? Es ging doch um mich, oder? Sobald ich darüber nachdachte, beschloss ich, in derselben Nacht, in der mein Vater sie wieder besuchte, auf ihn zu warten. Gegen 2 oder 3 Uhr morgens saß ich am Fenster und beobachtete, wann er kommen würde. Ich sah meinen Vater aus dem Auto steigen und, oh Mist, sie war bei ihm. Sie stiegen aus dem Auto, lagen sich in den Arm, sagten sich zärtlich etwas und küssten sich. Ich war in diesem Moment so wütend. Wie konnte er mir das antun? Ich habe tagelang nicht mit meinem Vater gesprochen. Er verstand nicht warum. Und dann habe ich etwas Schlimmeres herausgefunden. Mein Vater erzählte mir, dass er gerade dabei war, das Mädchen meiner Träume zu heiraten. Diese Worte brachten mich fast um. Ich wollte nicht glauben, dass das alles mit mir passiert. Ich wünschte mir so sehr, dass die Hochzeit nicht stattfinden würde. Ich würde Miss Steele nicht anschauen können und musste sie als meine Stiefmutter sehen. Es war schrecklich. Ich hatte das Gefühl, mit ihr reden zu müssen und ihr zu sagen, wie ich mich fühlte. Vielleicht würde sie dann Daddys Antrag ablehnen? Ich ging zu ihrem Büro und stand direkt vor der Tür. Gerade als ich klopfen wollte, hörte ich plötzlich ein Gespräch. Ja, ich habe ihn auf meinem Radar. Ja, er wird nicht Nein sagen. Er ist verrückt nach mir. Er hat mir gestern einen Antrag gemacht und ich habe Ja gesagt. Bald wird das Geld uns gehören, Liebling, sagte sie zu jemandem am Telefon. Ich erstickte fast vor Überraschung. In diesem Moment öffnete sich die Tür abrupt und ich fiel durch den Aufprall auf den Boden. Bei meinem Anblick war Miss Steele überrascht und wurde dann zu einem Engel und begann sich zu entschuldigen. Sie half mir auf und sagte, sie mache sich Sorgen um mich. Ich stand schockiert da und sagte ihr dann, dass es in Ordnung sei und ging nach Hause. Ich habe meinem Vater alles erzählt, aber er wollte mir nicht zuhören, beschuldigte mich der Lüge und sagte, ich würde mich nur nicht für ihn freuen. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten und was ich tun sollte. Also ging ich am nächsten Tag zur Polizei, zeigte ihnen das Foto und erzählte ihnen von meinen Bedenken. Die Polizei sagte mir, sie würden sich bald um alles kümmern. Ich habe gewartet. Schon am nächsten Tag teilte mir mein Vater mit, dass die Hochzeit in 2 Tagen stattfinden würde. Ja, so bald und so schnell. Es wäre bescheiden. Sie würden heiraten und wir würden in ein Restaurant gehen. Und das wäre es dann. Am Tag der Hochzeit sind sie in die Kirche gegangen, wo sie geheiratet haben. Und dann wollten sie sich vor dem Gesetz trauen lassen. Aber das konnte ich nicht zulassen. Also habe ich im Auto meine Ohnmacht vorgetäuscht. Mein Vater flippte aus. Er sagte mir, ich solle das Auto anhalten und einen Krankenwagen rufen. Ich wusste, dass der nächste Termin erst in einem Monat sein würde, wenn wir uns mit der Unterschrift verspäten würden. Also hielt ich sie hin, so gut ich konnte. Ich konnte sehen, wie Miss Steele ausflippte. Ein verängstigter Vater, der um mein Herz und meine Atmung bangte. Und als sie schließlich einen Krankenwagen riefen, kam ich irgendwie zur Vernunft und sagte, ich hätte einfach zu viel gegessen. Nachdem wir uns vergewissert hatten, dass alles in Ordnung war, wollte Papa nach Hause gehen. Aber Steele protestierte und sagte, wir müssten heiraten. Und mein Vater sagte ihr, dass sie bereits
bereits vor Gott verheiratet sein und das Gesetz ihnen erlaubte, in einem Monat zu heiraten. Steele begann auszuflippen und dann fuhr ein Auto mit Lichthupe vor. Die Polizisten forderten Miss Steele auf, mit erhobenen Händen aus dem Auto zu steigen. Sie tat zuerst so, als würde sie es nicht verstehen und rannte dann in ihrem Hochzeitskleid davon. Sie wurde schnell verhaftet. Mein Vater war schockiert. Er glaubte nicht sofort an ihre Masche, aber er tat es letztlich. Und dann erinnerte er sich an meine Warnung. Es ist gut, dass sie den Hochzeitsvertrag nicht unterschrieben haben. Nach diesem Vorfall hörte mein Vater mehr auf mich und er hat sich längst dafür entschuldigt, dass er eine solche Situation zugelassen hatte. Aber Ende gut, alles gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und schreibt einen Kommentar dazu. Freunde, vergesst auch nicht zu abonnieren und die Benachrichtigung einzuschalten, um das nächste Video nicht zu verpassen.